Wen würdest du jetzt spielen lassen? Sami Khedira oder doch wie zuletzt auch Bastian Schweinsteiger? Unsere Nati-Reporter Jochen, Markus und Thorsten vor Ort haben sich ja schon festgelegt. Nach der Information wird Sami Khedira spielen wieder. Ich finde die Entscheidung gut, weil Algerien, ich bin bei Thomas, spielerisch ist das echt keine Offenbarung. Aber sie sind sehr, sehr körperbetont, spielen sie. Sie sind sehr giftig, sie laufen sehr viel. Und ich glaube, dass da Sami Khedira vielleicht den Vorteil hat, weil er körperlich noch mehr ein Zeichen setzen kann und dagegenhalten kann. Also ich glaube, dass Sami Khedira neben Toni Kroos auf der Doppel-8, also mit Philipp Lahm zusammen in der Zentrale spielen wird. Ich würde ein bisschen was ändern. Ich würde schon offensiver aufstellen. Also ich bin jetzt auch anderer Meinung als der Mike, aber das ist ja in Ordnung, dass ich würde einen Schweinsteiger spielen lassen und nicht einen Khedira, weil der Schweinsteiger offensiv mehr Möglichkeiten hat, auch die vor ihm spielenden Spieler nochmal einzusetzen. Außerdem ist der Schweinsteiger für mich auch von der Statur her einfach eher ein Chef. Der Khedira ist... Also wird es ganz klar dem Mike widersprechen. Ja. Klar oder unklar. Ja, ja. Also, aber er wird wahrscheinlich recht bekommen, weil der Khedira spielen wird. Beim letzten Spiel zum Beispiel hatten wir über die Außenpositionen fast gar nichts. Und wenn Müller sich dann auf die Außenpositionen mal begeben hat, dann hat er gar nicht gewusst, wie er flanken soll, weil in der Mitte stand ja niemand. Ja, das stimmt. Und deswegen würde ich gerade gegen Algerien eher so spielen und den 4-1-4-1 würde ich sagen, weil der Schweinsteiger ja noch vorne reinrücken kann auf die offensive Mittelfeldposition und hätte dann noch einen. Und vom Schweinsteiger hat man natürlich schon Respekt als Algerier. WM aktuell mit uns auf dem Weg zum Titel.